Dieses Jahr kann in Kamenz 3 Tage länger gefeiert werden. Wie der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Danz und sein Organisationsteam berichten, findet vom 18. bis zum 24. August das traditionelle Postfest wieder 7 Tage lang statt. Danach gibt es im Post noch 3 weitere Tage Festbetrieb mit Karussells und Buden von 92 Schaustellern. Die Vorbereitungen sind derzeit im vollen Gange. Die Lessingstadt feiert ihr traditionelles Schul- und Heimatfest jedes Jahr mit viel Herzblut. Kamenzer aus der Kernstadt und den Ortsteilen wirken bereits im Vorfeld mit vielen Aktivitäten mit. Jung und Alt bereiten schon seit Tagen zum Beispiel bei Rankewinden festliche Dekorationen vor. Fast 1600 Schülerinnen und Schüler nehmen in diesem Jahr am Forstfest teil. Das sind 400 mehr als im vergangenen Jahr. Die Stadt Kamenz bekommt daher für die Herstellung des farbenprächtigen Blumenschmucks für jedes Kind mit Gärtnereien aus vielen Teilen der Lausitz bis Oberlichtenau und Neschwitz zusammen. Am 19. August gibt es eine weitere Besonderheit, denn an diesem Tag feiern die Kamenzer den 500-Tage-Countdown zum 800. Stadtjubiläum in 2025. Auf www.forstfest-kamenz.de finden Besucher alle Programmhöhepunkte für dieses Jahr.